Ja, Leute, dann schauen wir mal, wie es heute so läuft in dieser Folge von Clash of Clans. Ja, ich bin jetzt hier direkt am Anschluss von der letzten Folge hier am Start und würde sagen, ich mache noch mal hier den Magieturm ein bisschen hoch aufs nächste Level. Und ja, hier bin ich gerade am Ausbilden noch gewesen und ich würde sagen, ich könnte mir noch mal einen nächsten Kampf holen, weil wir sind hier noch bei den Clanspielen. Und vielleicht schaffen wir es heute, das Ganze fertigzustellen. Wir müssen ja drei Kämpfe gewinnen. Und ja, ich bin da ganz optimistisch. Ah, das hier, na, das sieht nicht so gut aus. Ich mach mal das nächste. Da muss ich natürlich schauen, wo kann man gewinnen eventuell. Ja, das könnte gehen, wenn ich das so angucke. Einen Stern brauche ich immer, ne? Das ist so das Ding. Hier haben wir dann außen einiges schon mal zum Abschießen. Da könnte man gut Prozente sammeln. Ich glaube, den könnte ich eigentlich nehmen, oder? Dann mache ich hier mal ein paar Bogies hin, ne? So, einfach ganz außen, sodass die Chance am geringsten ist, dass sie abgeschossen werden, ne? So, und dann gucken wir mal. Wo könnte ich jetzt die Riesen und so reinschicken? Ach, jetzt ist mein Barbarenkönig noch nicht fertig. Ach, das ist jetzt dumm. Ja, das ist jetzt schlecht, ey. Jetzt habe ich ja kaum Leute, jetzt habe ich 17 von denen, ne? Die bringen mir auch nicht viel, oder? Na gut, obwohl, die haben eigentlich in der letzten Folge ziemlich, ja, ziemlich Kraft drauf gehabt, sag ich mal, ne? Ja, aber ich weiß nicht, also irgendwie sieht das jetzt halt wirklich blöd aus. Letzte Folge war es ja dann doch noch eine Kehrtwende vom Feinsten. Aber ich glaube, das kriegt man heute so nicht hin, ne? Hier könnte ich noch ein paar Prozente holen, da vielleicht auch. Ah, das reicht niemals für irgendwas, ne? Das ist das Problem. Ich habe noch nicht mal Wut, Zauber, Heilung und alles. Das fehlt jetzt natürlich. So, Luftabwehr. Ich guck gerade mal. Da hat man was. Da hat man den Luftfeger oder so, ne? Vielleicht könnte ich von hier unten ran. Mit den Ballons. Erstmal, ne? So, und dann müssen wir halt gucken, dass ich hier, wo ich jetzt mit den Riesen reingehe, letztendlich. Vielleicht hier hinten erstmal. Es wäre eventuell denkbar, ich hätte vielleicht die Hälfte hier hinschicken müssen und die Hälfte dahin oder irgendwo anders. Dass sie sich so aufteilen, ne? Ah ne, der Luftfeger wird auch aus der Entfernung aktiv. Ach, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ah ja, vielleicht kann ich ja hier. Ach du Scheiße, der hat einen X-Bogen. Na Hilfe, ey. Ja, ich gucke erstmal, dass ich hier ein bisschen was hole. Elixier können wir jetzt auch wieder gebrauchen, stimmt. Da achte ich irgendwie mal gar nicht drauf. Ah, muss ich mir auch mal wiederholen, ne? Beziehungsweise mal drauf achten. Aber guck mal, jetzt sind wir schon bei 40%. Das könnte noch was werden. Tatsächlich, ja. 42. Also jetzt wird's extrem knapp. Also jetzt wird's noch knapper als letzte Folge auf jeden Fall. So, der X-Bogen, die sind beide aktiv. Ah, die Riesen gehen nur auf diese komischen Dinger. Die gehen nicht auf Elixiersammler, um Prozente zu holen, weißt du? Ist auch blöd. Ja, Bombe. Ah, Mann. Jetzt schaffen die das nicht, weil die nur auf die Viecher gehen, weil das nur Tanks sind. Die gehen nicht auf die anderen Ziele. Ach, ey, das ist doch scheiße, ey. Ach komm. Ey, das kann doch nicht sein. Und jetzt hab ich nichts mehr zum Angreifen. Ja, wow, ey, komm. Ich schaffe wieder mal die Clanspiele nicht. Es ist wieder geil, ja. Ich schaff's einfach nicht, weißt du? Das ist einfach für eine Folge nicht machbar. Und ich habe keine Zeit, irgendwie eine Stunde am Stück COC zu spielen, also ganz ehrlich. Das geht einfach nicht. Können die nicht mal Quests machen da, die einfach schneller gehen? Wo man vielleicht mal, keine Ahnung, 10 Minuten verbraucht oder eine Viertelstunde so, das sehe ich ja noch ein, aber hier brauchst du ja wirklich eine Stunde meistens. Außer du bist richtig gut, aber du musst halt damit planen, dass du noch Truppen ausbilden musst zwischendurch, weißt du, und alles. Und das ist halt, ja, nicht machbar. So für mich. Ich schaff das einfach nicht. Ja, und das ist halt auch das Problem, warum ich die Folgen nie so anspruchsvoll gestalten kann. Ja, weil ich einfach das zeitlich nicht hinbekomme. Mit diesen komischen Clanspielen. Das ist halt ein bisschen viel verlangt. Und, ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt irgendwie seit längerem schon auch mein Problem. Aber es war mir nie so richtig bewusst. Ja. Ich dachte immer so, ja, ein bisschen, ich muss nur mal anfangen und so, dann geht das schon, aber es wird nix, es wird einfach nix.
Ja, ich kann ja das jetzt gern nochmal probieren die nächste Zeit. Vielleicht haben wir mal eine bessere Quest oder so. Und vielleicht kann ich dann auch meine Doppelfolge quasi dann nur an der Quest arbeiten. Das heißt, dass ich nicht hier noch hier angreife und so, sondern wirklich nur mein Ziel ist dann hier weiterzukommen mit dem mit den Clanspielen zum Beispiel. Aber ja, heute war es ja jetzt nicht so gut. Ich hoffe mal, dass das hier mal was wird demnächst und ja, dass ich da die Möglichkeit habe, was zu machen. Weil sonst sehe ich ja schwarz, ne, würde ich sagen. Okay, da ist der Angriff auch schon vorbei. Die Frage ist jetzt nur, ja, soll ich mir jetzt einen Schub geben? Ne, das kostet zu viel. Ich mache das jetzt mal manuell und zwar hier heilen 11. Und ja, sind die anderen Dinger schon ausgebildet oder? Ne, die sind sofort verfügbar, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht hier, weil hier sehe ich irgendwas mit einer Minute. Ach stimmt, hier muss das ja Lager für Lager gemacht werden, ne? Truppen ausbilden. Ausbildung beenden, ach ja, das war das. Da musste ich immer auch ein bisschen was bezahlen, aber ist ja erschwinglich. So, ein paar Juwelen mal hier und da. Das ist jetzt nicht so das Wilde. Ich habe ja echt genug Juwelen und ja, durch die Juwelentruhen oben immer in der Hauptbase kriege ich auch so viel dazu. Und gerade auch die Juwelenmine unten, die bringen passiv auch so viel ein, so nebenbei. Das glaubt man gar nicht, ne? Wenn ich auch meine ganzen Bäume und so in meiner Nachtbase zum Beispiel mal abbaue, habe ich auch wieder 20 Juwelen mehr. Ist wirklich so. Also es ist echt viel, was man da kriegt und da kann man ruhig mal was ausgeben, ne? Und ja, ich versuche da jetzt auch da vielleicht nicht mal so geizig zu sein und mal ja einfach keine Ahnung, auch das, was ich habe, einzusetzen, weil sonst komme ich halt teilweise dann echt nicht weit und gerade in den Folgen ist es halt sehr, sehr sinnvoll. Dann auch mal was auszugeben an Juwelen und ja, dennoch werde ich natürlich mir keine kaufen oder so für echt Geld, das finde ich einfach schwachsinnig. Das ja, muss ja nicht sein. Und ja, ja gut, das kriegen wir jetzt nicht mehr, aber immerhin einen Stern. Naja, hätte mehr sein können. Zwei Sterne sind eigentlich immer so das Minimum, was man haben sollte. Der hat auch schon 50, ja, das wird wieder nichts, aber egal. Ja, wir gucken mal. Was können wir überhaupt noch alles bauen hier für 900.000 Gold? Muss ich auch mal schauen, aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge hier. Wir sind eigentlich schon wieder über die Zeit, oder an der Zeit gerade. Und ja, mal schauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich mache hier nochmal ganz kurz eine weitere Schnellausbildung, bevor ich das vergesse hier, ne? Und ja, dann tschüss.